Herzlich willkommen zum Ostersonntagsvideo unserer Osteraktion, in dem es auch heute wieder wunderbare Sachen zu gewinnen gibt. Denn Klein Hans hat seine Arbeit getan, alle Ostereier und Überraschungen sind bereitgestellt oder schon versteckt und er kann in Ruhe mit Grete zusammen das erste blühende Grün in sonniger Natur genießen. Und das ist unser Leo, den kennt ihr ja auch schon. Der hat Augen, die sind so blau wie der Himmel und stromert unheimlich gerne in der Natur rum. Und da ja Ostern ist, möchte er gerne Ostereier suchen, wie ihr hier seht. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir mussten ja erst einmal die Nester für die Ostereier besorgen. Und die mussten selbstverständlich fressbar sein. Und deshalb machten wir uns auf den Weg an der Ilm entlang zu den alten Kopfweiden, von denen die drei ortsansässigen Korbflechter, die es früher gab, immer ihre Weidenruten geschnitten haben. Und diesmal haben wir Weidenruten geschnitten. Und das geht von allen Arten von Weiden. Und ihr seht, auch die Farben der Weidenruten sind sehr unterschiedlich. Weidenruten sind äußerst biegsam. Man kann damit alles Mögliche basteln und alle Weidenarten sind essbar. Die besonders zarten und elastischen Spitzen und Enden der Äste habe ich zu einem Kreis geformt und mit Jute-Schnur zusammengebunden. Aus mehreren solchen Kreisen mit unterschiedlichem Radius kann man dann ein Nest bauen. Dieses Nest haben wir mit Gras ausgepolstert und nun fehlten nur noch die Eier. Der Hahn hat uns geholfen und hat seine Hühner überzeugt, uns Eier zu geben. Aber Kaninchen dürfen ja bekanntlich keine Eier essen und Schokoladeneier schon gar nicht. Den Inhalt der Eier haben wir selbst gefuttert, aber die Schale diente uns als Form. Wir haben sie im Backofen zuerst bei 100 Grad getrocknet. Wir haben eine Karotte gerieben, einen Apfel gerieben, eine halbe Banane hinzugefügt als Bindemittel und dann die Mischung mit Buchweizenmehl versehen. Daraus kneteten wir einen Teig. Buchweizen ist übrigens kein Getreide, auch wenn der Name es vermuten lässt. Es ist gesund für unsere Kaninchen, sollte aber nur als Leckerchen dienen, denn die Hauptnahrung ist nach wie vor Grünfutter. Anschließend haben wir unsere Eierschalen mit Leinöl ausgefettet, weil Leinöl ein Öl ist, was die Kaninchen gut vertragen und was auch gut für den Fellwechsel ist. Und dieses Leinöl sorgte dafür, dass unser dünn in die Eier geschmierter Teig nach dem Backen auch wieder herauszulösen war. Wir haben die Eier und auch ein paar Zapfen bei 100 Grad eine Stunde backen lassen und dann noch eine Nacht auf der Heizung nachgetrocknet. Dann konnten wir vorsichtig die Schale ablösen und heraus kamen diese wunderschönen Eier, die man mit allem Möglichen füllen kann. Für Hamster zum Beispiel mit getrockneten Insekten, für Mäuse und Ratten mit Käsebröckchen. Aber unsere Kaninchen bleiben natürlich Vegetarier. Und deshalb dürfen in ihre Eier nur Kräuter und fressbare Blüten. Narzissen zum Beispiel schmecken Kaninchen gar nicht, Stiefmütterchen hingegen sehr. Wir haben unser Nest dann Tiffy und Friedrich gegeben und die waren unglaublich begeistert und haben gleich losgenascht. Schaut selbst! Also ihr seht, die zwei sind begeistert von ihrem Osternest. Ihr habt ja auch gar kein Gras im Garten, ihr armen Tiere, ne? Oh, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Friedrich hat sich ein Ei geholt.
immer ein bisschen sorgsam mit meinem Nest um Tiffy. Also ihr seht, die haben auch einen heiden Spaß dran, damit zu spielen. Schmeckt das gut? Gar nicht so einfach, was zu essen, das total rund ist. Ihr seht, die haben echt Probleme. Probiert Tiffy mit Friedrichs Ei. Oh, Tiffy, das ist ja gemein. Friedrich braucht auch ein Ei. Komm, ist gut. Also ihr seht, die Tiere sind begeistert und sind sehr lange mit diesem kugeligen Ding beschäftigt, was ja auch knochenhart ist und ganz schlecht zu beißen. Aber auch wir Menschen wollen ja unsere Freude an den Ostereiern haben. Und deshalb kommen nun noch ein paar Osterideen, von denen ihr euch anregen lassen könnt, falls ihr heute noch Zeit habt, etwas an den Strauß zu hängen. Wenn nicht, merkt es euch einfach bis nächstes Jahr. Wir haben nämlich aus unseren Eiern dieses Jahr keine Küken schlüpfen lassen, sondern haben die ausgeblasenen Eier mit Kaninchen bemalt. Auch Kater Olli, den ihr eben gesehen habt, hat immer mal zugeschaut und war zufrieden damit. Nehmt Plakatfarbe oder irgendwelche anderen Deckfarben. Wenn es ein normaler Farbkasten ist, weicht ihn vorher gut auf, damit es nicht zu nass ist und euch wegläuft. Und dann malt einfach ein Stückchen von einem Tier drauf und lasst es aus einem dunklen Loch aus dem Ei gucken. Und damit die Illusion des Schlüpfens perfekt ist, könnt ihr ja noch ein paar Risse in das Ei malen und dann das Ganze mit einem Holzstäbchen, zum Beispiel mit einem Streichholz, aufhängen. Wir haben auch noch Küken schlüpfen lassen, aber wer kein Talent hat, kann auch einfach Vergissmeinnicht draufmalen oder Herzchen und Bienen. Und da reichen in der Regel schon zwei Farben, dass das Ganze geschmackvoll aussieht. Das Hölzchen bindet ihr mit einem unauffälligen Bindfaden oder mit einem schönen attraktiven Schleifchen fest, steckt es in das Loch und lasst es tief hinabsinken, sodass es sich verkantet. Dann könnt ihr die Eier sicher an euren Strauß aufhängen. Wir haben hier Kirschzweige genommen, die hoffentlich in den nächsten Tagen noch aufblühen. Zusammen mit dem Ostergras, was wir angesät haben, ist es eine wunderschöne Deko geworden. Aber nun geht's ans Geschenke verteilen. Ihr seid neugierig, was in unserem großen Abschlusspaket ist? Darin werdet ihr dieses wunderschöne Heuhaus vom Knastladen finden. Die Mara hat es schon mal sehr schön in Szene für uns gesetzt und ihre Kaninchen haben schon mal kurz Probe gewohnt. Außerdem könnt ihr dadurch die Größe sehen. Es ist also für Zwergkaninchen oder für Meerschweinchen geeignet. Und wenn ihr es in der Wohnung aufstellt, habt ihr das Glück, dass das Heu nicht in der ganzen Wohnung verteilt wird, denn unter diesem Heuhäuschen könnt ihr eine Schale anbringen, die das Heu ein bisschen in Form hält. Und von oben füllt man das Ganze nach. Und das Haus ist auch so stabil, dass man sich locker draufsetzen kann, ohne dass es zusammenbricht. Zu dem Heuhaus packen wir noch einige andere nette Sachen, aber wir verraten heute noch nicht alles, denn ihr müsst ja noch kräftig Buchstaben sammeln. Und auch in diesem Video war wieder ein Buchstabe versteckt und der letzte Buchstabe kommt im letzten Video am Ostermontag bei der lieben Mara. Und dann könnt ihr euer Lösungswort entweder auf Insta per Direktnachricht oder über unsere Mailadressen an Mara oder mich senden. Und dann geht's an die Verlosung von den zwei riesengroßen, wunderschönen Paketen. In beide Gewinnerpakete stecke ich noch eines meiner Kaninchenratgeberbücher. Nicht traurig sein, falls ihr es nicht gewinnt. Es gibt es ja auch im Buchhandel oder bei Amazon oder Cadmus zu kaufen. Hans hat aber auch in diesem Video wieder einen Gewinn versteckt. Diesmal könnt ihr ein großes Paket von Heupäckchen bekommen. Ihr seht gleich eine Abbildung. Ihr könnt allerdings nur am Gewinnspiel teilnehmen, wenn wir eure Daten, eure Adresse an Heupäckchen geben können, denn die möchten es euch direkt schicken. Dadurch sparen wir natürlich Versandkosten. Seid ihr also mit unseren Teilnahmebedingungen, die auch in der Videobeschreibung zu finden sind, zufrieden und einverstanden, dann schreibt bitte Hashtag Heupäckchen unter das Video.
Und ansonsten hoffen wir, dass ihr viel Spaß mit unseren Aufnahmen hattet. Einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Drückt auch das Glöckchen, damit ihr meine Benachrichtigung bekommt und nichts vergesst und verpasst. Und morgen ist die Mara wieder für euch da. Auf ihrem Kanal Kaninchenerfahrung bekommt ihr morgen den letzten Buchstaben für unser Lösungswort. Viel Spaß und noch zwei wunderschöne und erholsame Ostertage wünscht euch eure Diana.